So, liebe Leute, heute geht's in die neue Saison. Start heute gegen den FC Ingolstadt. Und da geht's los. Dann endlich. Letzter Spieltag, wieder verpflichtet, bin Kefisch von RB Leipzig für nicht mal 500.000 verpflichtet. Und ja, mal gucken. Aber es bringt viele Spiele sind natürlich gegangen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben alle unsere Leihspieler. Lovor, Sterner, Piri und Ulrich. Alle vier Leihspieler fest verpflichten können. Palonovo mit viel Geld, natürlich, klar. Der hat extrem viel Geld gekostet mit 4,9 Millionen. Hat aber auch schon bewiesen, dass er es kann. Und jetzt kann RB nichts mehr sagen, ey, wir wollen ihn zurückhaben. Nein, er ist fix. Er ist ein fester Bestandteil der Truppe. Definitiv. Wir werden uns noch einen weiteren Stürmer verpflichten müssen. Aber mal schauen, wir werden wieder mal wir haben viele, viele Talente mit drin und so wird es auch passieren. Den Weg werden wir weitergehen müssen, weil wir halt nicht so viel Geld haben. Aber es wird schon. Wir haben vor der Saison das Stadion ausgebaut. Wir haben jetzt 24.000 Zuschauer, die jetzt in den Stadion passen können. Und ja, aber wir haben aber, glaube ich, erst ein Auswärtsspiel, ne? Ja. Es könnte heute ein super Spiel werden, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass wir uns für diese Partie entschieden haben. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Wichtige Durchsage, ich wiederhole, wichtige Durchsage. Klaus Meiner, ich wiederhole. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Spiel 1 also, nach dem Aufstieg ist natürlich erstmal der Klassenerhalt das große Ziel. Es ist eine neue Aufgabe, es sind neue Gegner, neues Niveau. Ich glaube, man darf da nicht zu viel erwarten. Heute wird er hier sein erstes Spiel absolvieren, Buschier. Und er ist ja ein Spieler, von dem hier durchaus eine Menge erwartet wird. Wie schätzt du das Ganze ein? Sie wollten auf der Außenstürmerposition nochmal nachlegen. Das ist gelungen. Und sie haben alles richtig gemacht. Das ist meine Meinung. Er kann diese Mannschaft auf ein ganz anderes Niveau heben. So, mal schauen, wie unsere Truppe es packt. Wir sind ja mal Vizepokalsieger, ne? Wobei, ich kann tatsächlich mal nachgucken und wollte, ob man tatsächlich aber die Saison international spielt oder ob es nicht gereicht hat. Wenn mir das Spiel ganz, ganz unglücklich in der 122. gegen Leverkusen verloren. Wo aber siehst du heute Ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Na Wolf, also ich glaube, Sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Vorchecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Ja, mal gucken, unsere Truppe also hat sich verändert. Vorne die Nummer 1, neu. Piri hat jetzt die 5. Und es bleibt bei der gleichen Aufstellung. Cavallo die 10, Sterner wechseln auf die linke Seite. Und wie gesagt, alle unsere Leihspieler sind fest verpflichtet, sind alles feste Neuzugänge in der Startelf. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Mal schauen, aber wie wir heute reinkommen in die Saison. Erster Spieltag, Saison 2 gegen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach dem souveränen Aufstieg geht es die Saison nur um den Klassenerhalt. Weiter geht es mit einem Einwurf. Wie gesagt, ein Stürmer wird noch kommen müssen und wahrscheinlich, ja, ich denke mal, noch Stürmer wird verpflichtet. Ich denke mal, Schuler wird vielleicht die Priorität sein. Aber gucken wir mal, wer so kommen wird. Es gibt ein Tor im Spiel von St. Pauli. Die Infos dazu jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den FC St. Pauli. Neuer Spielstand damit 1:0. 3 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. 3, also 1 St. Pauli, Ritzka. Wenn du mit 17 dein Profidebüt feiern darfst, dann deutet das schon auf eine interessante Karriere. Pikas hat den Stammplatz hinten rechts. So einen 17-Jährigen werden wir hier heute erleben, Buschi. Ein Riesentalent. Das sagen alle. Von dem erwarten sie eine Menge. Was war das ein Wirbel? So viel wurde diskutiert. Heute ist es soweit. Er darf in der Startelf ran. Das ist eine klare Ansage vom Trainer. Der Junge hat mein Vertrauen. So, Mann ist auch gerade erst ein paar Jahre, auch gerade 17, 18 Jahre alt. Also das ist viel, viel Talent, viel, viel jung.
Aber gucken, was halt passiert. Sterner. Der hat mit einer der Ältesten noch, glaube ich, auf dem Platz. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Wir sitzen halt Dennis noch ein paar Talente auf der Bank. Aber gesagt, es wird nach und nach jetzt immer wieder bei Jugendspielern wenig Geld, viel Geld in die Starting-Abteilung setzen. Und mal gucken, was da passiert. Ja, da ist Platz jetzt. Aber wie weit wir dieses Jahr irgendwas schaffen. Das ist rot. Und ganz sicher. Die Ecke kommt rein. Hätte, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es. Und. Was für eine große Chance. Ja, solche Dinge sollten beim Rausspielen. Muss ein bisschen aufpassen. Ja, geht da, Kapitas. So, was machen Sie draus? Ja, der hat jetzt ein bisschen Schuldenspiel. Ich habe gesehen, dass da noch einer frei im Rückraum stand, wollte ich anspielen, aber das war da nicht so der Fall. Und es gibt natürlich Einwurf. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sag mal. Schmidt. Ah, Schmidt vorbei. Schön. Und jetzt hat er den Ball. Und jetzt Eckloff, Schnurrbohr. Das könnte was werden. Die Chance lebt noch. Ah! Ganz, ganz wichtig, dass hier Eckloff klären kann. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Dennis Linsmeier. Linsmeier, gut. Pech. Ball ist weg, aber geht da noch was? Und jetzt ist er erstmal raus. Ulrich. Er lässt sich da nicht aufhalten. Ulrich, 1-0. Da ist das 1-0, da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Stimmt, es ist sogar noch Derby. Da beide Vereine in Bayern liegen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Ja. Jedenfalls das 1-0 für uns. Schon mal. Erstmal eine kleine Ansage. Also 3x3 Punkte starten wir toll. Ist hat sich Pflicht, aber es wäre toll. Erstes Saisontor natürlich. Jeder doch, der freut sich, dass er definitiv verpflichtet ist. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das war so die erste Priorität, erstmal die Leihspieler verpflichten. Soweit es irgendwie möglich war. Das haben wir ja gekriegt. Steilpass. Einwurf. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber bei den Toren sind sie. Ah, das ist ganz böse. Das kann. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Das muss ich mir selber zu kriegen. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Ausgleichstor für Ingolstadt. Der Fehler kam von mir. Den habe ich mir selber ein zu. Latteier, das war der. Nicht jeder leider der Fehler da hinten drin. Aber das ist clever gemacht. Das ist ein schönes Tor. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Joa. Also Test rot. Ja, das Ding ist wie gesagt geschenkt. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. So, auf Freiburg ist abgestiegen. Habe ich das richtig gerade gesehen? Karlsruhe spielen die? Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein. Aber wir wollen halt genau viel über junge Talente gehen. Ich will über Jahre hinweg was aufbauen. Und das ist halt das, was aber. Deswegen weiß ich, dass ich halt
es wird ein langwieriger Prozess werden wahrscheinlich. Aber so, wir kriegen schon hin irgendwie. Jetzt in der Anspielstation. Und nur. Die Riesenchance. Chance lebt noch. Und Marvin Funk, der das gut gelöst hat. Und Stürmer. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Ja, die war echt gut gemacht. Ja, sonst wäre das vielleicht das Ausgleichs-, das Führungstor für die Spielvereinigung geworden. Tottenham Hotspur hat seinen Wunschtransfer. Oh, Ricardo. Also jetzt unter Dach und Fach gebracht. Es ist. Ah, Moment. Jetzt das kann. Gleich. Er holt sich den Ball. Das 2-1 für Ingolstadt sein. Nein, ist es aber nicht. Es ist das nach wie vor. Da hat es 1-1. Oh, das Ding gut gehalten hat. Aber den Eckball kann er noch nicht verhindern. 2-1. Ingolstadt dreht die Partie nach 55 Minuten. Das ist nochmal eine Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt dieser fast schon mühelose Kopfball auf den Stand. Ja, Sternach, ganz, ganz falsch. War insgesamt eine klasse Partie. 2-1. Hier ist noch alles drin. So, Cavallo. Der soll jetzt bis auf Tempo gehen. Spielt er jetzt mal auf der, spielt auf der rechten Seite. Pedro. Pedro! Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, da müsste mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Auch so ein brasilianisches Top. Dennis Linsmeier. Talent. Chance auf außen vielleicht für Ingolstadt. Ja, das war wichtig. Das war auch kein. Nein. Da wollten die Fans einen Elfmeter. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, schon. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. So. Die Ingolstädter wechseln schon mal aus. Ja, das ist ein guter Pass. Ja, der ist weiter hinten. Gehalten, ganz stark. Es ist ja nicht so, dass wir die Chancen haben. Parade und da dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Und nun ein Schuss. Da ist er klasse rangekommen. Ja, wir haben die Chancen, aber wir kriegen die Tore gerade nicht hin. Also zumindest der Ausgleich ist nach und nach ist eigentlich verdient. Sagen wir es mal so. Gute Aktion, gut geklärt. Piri. Gut durchgesetzt. Ach Mann. Das war ein bisschen schwachsinnig jetzt gerade. Und noch! Boah. Und wieder ist es Schenkpunkt. Jetzt Eckball. Nächste Ecke. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Er bringt den Ball nicht raus. Er passt auf und wirft ihn in den Schuss. Und wieder Marvin Funk, der also ein Spiel seines Lebens macht und dann plötzlich. Und zum Held gerade wird. Der hat gerade so viele Sachen hält. Rückstand für die Gäste sind wir nun schon mittendrin in der Schlussphase dieser Begegnung. Glauben Sie noch an sich selbst? Ja, natürlich glaube ich noch an mich selbst. Sonst würde ich das Ding jetzt. Hätte ich das Ding links. Oh, jetzt haben Sie die Chance. Nein, abgeblockt. Pedro. Machen Sie jetzt gut. Laurin Ulrich. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da kann er erst mal klären. Er zieht ab. Abgefallen. Ball wird hier erst mal geblockt. Es bleibt dabei. Wir sind dran. So ein bisschen. Super dieses Zuspiel. Das ist der Ausgleich im Derby. Die Gäste haben ja, erzählt. 85. Sie sind wieder da. Alles wieder offen für diese Schlussphase. Und es ist wieder Ulrich. Aber Weltklasse gespielt. Gute Pass in die schön, schön in den Lauf da vorne rein. Und dann ist es das Ding zum, ins Langeck. Yes! Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass das Ding gefallen ist. So, ich kann natürlich jetzt ein bisschen wechseln. Wieder ein paar Leuten noch ein bisschen die Situation, die Chancen geben. 5 Wechsel auf einmal, direkt. So.
alles wieder offen hier. 2-2. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Eckler fasst übrigens nicht, Ulrich. Nur so den Ball. Also die beiden Stuttgarter Jungs haben auf jeden Fall. Sie haben durchaus Schumacher, der Rostocker. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Nein! Das war richtig, richtig. Der schaffe nicht schon an der Gegend vorbei. Ja, der Trainer wäre topig gewesen. Wenn der nicht reingegangen wäre, dann hätten wir den Elfmeter. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ah. Fängt diesen Ball ab. Es wird das unentschieden werden. Aber ist egal, besser als eine Niederlage. Aber man muss sagen, es ist so eine unverdiente Niederlage, unentschieden. Das Unentschieden im ersten Ligaspiel, aber immerhin keine Niederlage. Man hätte das Spiel durchaus gewinnen müssen. Das habe ich mehr oder weniger ein bisschen selber zuzukreiden, das Unentschieden, aber es ist halt passiert. Ist ja nicht so. Er lässt sich da nicht aufhalten. Also wenn du da das Tor machst, 5 Minuten vor der Pause mit 1-0 und kriegst quasi noch im Gegenzug das 1-1. Ja, es ist passiert. Es ist halt zweite Liga. Solche Dinge werden halt durchaus mal bestraft und dann machst du halt den entscheidenden Fehler. Genau, ist Freiburg tatsächlich wirklich abgestiegen. Aber egal, es ist halt so. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Da wird es häufiger auch mit der Niederlage zu starten. Ja, mein Gott, der kann halt mehr. Passiert. Das ist ein junger Spieler. Ne? Der ist auch gerade mal, glaube ich, 18, 19, 20 so ein Dreh rum. Also wie gesagt, die Truppe ist so jung. Ich weiß gar nicht, wie der Altersdurchschnitt ist. Ich würde mal gerne den Altersdurchschnitt wissen. Ich glaube, wir haben fast nur so junge Talente drin. Ah, zu kurz. Kann mehr. Also das sind ja alle, also Piré und Novoa sind ja keine Neuzugänge, was zumindest Worte, sie sind ja halt schon länger da, aber sie sind halt jetzt erst fest verpflichtet worden. So. Yusufa Moukoko, der wird wahrscheinlich nicht. Ja, 6 Millionen, ja, Marktwert 6 Millionen, natürlich. Gut, aber ist egal. Alles ist gut. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann geht's schon weiter mit dem nächsten Duell. Dann heißt es Darmstadt 98, die Auftaktspiel tatsächlich verloren haben. Wir sind jetzt Achter am ersten Spieltag, aber es sagt natürlich noch gar nichts aus. Oh, Bremen ist auch abgestiegen. Bremen ist wieder abgestiegen. Wer ist denn besser überhaupt so runter mit ist überhaupt runtergegangen? Also Freiburg habe ich gesehen, tatsächlich Bremen. Okay. Ja, Freiburg und Bremen. Pokal spielen wir zu Hause gegen Karlsruhe. Es wird ja relativ, wird ja schwer werden. Naja, gut. Oder genau, ich wollte mal gucken, ob wir tatsächlich. Genau, ich wollte eigentlich was gucken. Tatsächlich, ob wir, auch, ob wir nächstes Mal international spielen. Champions League natürlich nicht. Es könnte in der Conference League. Spielen wir in der Conference League diese Saison? Eigentlich nicht, ne? Sieht nicht so aus, oder? Ist es eine Playoff-Runde? Okay, ist noch keine. Ich weiß es halt nicht. Das ist es halt. Ich guck mal gerade am Wochenende. Haben wir einen Wochenterminplan schon drin, irgendwo das mal, wo es drinstehen könnte? Karlsruhe. Ach, jetzt ist schon. Ach, jetzt kommt hier schon. Jetzt kommt schon Darmstadt und dann geht's gegen Karlsruhe schon. Geht schon im Pokal weiter. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem zweiten Ligaspieltag gegen Darmstadt 98.